Doch, wir machen jetzt 100%. Komm, 100%. 1, 2, 3. Hallo, wir sind wieder für euch da mit einer weiteren Ausgabe von Lisas Weine. Sönke stellt euch die Weine vor. Und der HC heute. So schön, machen wir das. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch von meiner Seite. Und wir haben heute einen richtig leckeren Valpolicella vom Traditionsweingut Tomasi. Die machen immerhin schon in vierter Generation Weine. Ja. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir solche Klassiker zusammen mal probieren können, weil Valpolicella ist für das Veneto eigentlich einer der charakteristischsten Weine überhaupt. Stellt Valpolicella dann auch die Region dar oder nur den Wein? Valpolicella ist durchaus auch die Region. Es gibt die Valpolicella Klassiker und von daher stammt auch dieser Wein von Tomasi. Jeder, glaube ich, hat wahrscheinlich in seiner Pizzeria des Vertrauens schon mal einen Valpolicella getrunken. Es wird allerdings selten vorgekommen sein, dass dabei ein Wein mit diesem Niveau, mit dieser Qualität im Glas war. So viel vorweg, weil es ist was wirklich sehr, sehr Schönes und sehr Besonderes. Wollen wir mal einfach schon mal die Nase direkt reinhalten? Wir haben jetzt schon mal eingeschenkt. Wenn du möchtest. Ich würde ansonsten gerne noch mal auf diese wirklich sehr, sehr satte Purpurfarbe hinweisen. Ja. Die Kamera zeigt das gerne mal. Vielleicht kann man es erkennen, dass das auch ganz klar schon ins Mauve-farbene spielt irgendwie. Es handelt sich auch um einen recht jungen Wein, wobei Valpolicella auch gar nicht so alt werden soll. Aber überzeugt auch schon vom Farbspiel her. Mhm. Macht Spaß da, sich weiter mit zu beschäftigen, meiner Ansicht nach. Ja, auf jeden Fall. Also schon mal eine echt schöne, intensive Farbe. Vom Geruch her, würde ich jetzt sagen. Wir geben ein bisschen Luft rein. Ja. Schöne Kirscharomen, hätte ich gesagt. Sehr, sehr typisch. Ja. Also ganz charakteristisch die wunderschönen Kirschen. Ich mag das unglaublich gerne. Ich finde das charmant und das ist animierend und macht einfach Lust. Aber auch so leichte Johannisbeeren kann man da rausriechen. Also einverstanden. Und so ein bisschen dunkle Waldbeere vielleicht auch. Sehr, also sehr wirklich schön, schön fruchtig und das Ganze unterlegt mit so einer leichten würzigen Tönung auch. Mhm. Also es hat vom Duft schon mehr als so ein 0815 Mainstream Valpolicella aus irgendeiner Pizzeria um die Ecke. Entschuldigung, das soll jetzt mal nicht abwertend klingen. Nee, ist aber so. Aber wenn die Pizzeria um die Ecke den Wein hätte, würde ich sagen, Respekt. Echt lecker. Dann wäre das mein Stammlucker. 100%. Sollen wir mal probieren? Auf geht's. Es bleibt so schön fruchtig. Also es ist dann so, ich habe hier die tatsächlich, das ist einer der Weine, was mich überzeugt in der Hinsicht, dass ich das rieche, was ich auch später wieder schmecke. Das finde ich total interessant, weil ich habe jetzt hier habe ich wirklich diese Kirsche rausgerochen aus dem Wein oder geschnuppert. Mhm. Und jetzt, wenn ich den probiere, habe ich dann auch wieder diese Kirscharomen. Das finde ich so total. So geht's mir auch. Ja. Das ist schon irgendwo dominierend, aber auf eine schöne Weise, diese Kirsche und auch ein bisschen die dunklen Früchte. Dazu kommt ein ganz geschmeidiger Gerbstoff. Mhm. Ich finde es irre harmonisch. Das ist im besten Sinne lecker. Ja. Also wenn man lecker sagen darf zu einem Wein, dann ist der lecker. Also ich würde sagen, zu dem auf jeden Fall. Ja, das macht wirklich einfach Spaß und du möchtest immer noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Und vielleicht einen dritten. Mhm. Und weißt du, was ich befürchte? Der vierte kommt auch noch dazu. Wir machen die Flasche noch leer. Das hat der Wein aber auch verdient. Ja. Unbedingt. Und ich würde den allen Leuten, die jetzt gerade zuschauen, es sind hoffentlich viele, gerne ans Herz legen wollen. Ja. Und ich würde auch sagen, das ist ein super leckerer Wein, auch für einen schönen Sommerabend oder auch im Winter. Also das ist wirklich ein ganz Jahresrotwein für mich. Das ist ganz vielseitig, geht immer, oder? Hm. Und macht immer Spaß, immer weiter zu schnuppern. Schönes Wein. Ja, also mir gefällt er super. Ich würde mich freuen, wenn er auch noch anderen Menschen außer uns gefällt da draußen. Und wenn ihr diesen Wein käuflich erwerben wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere Seite gehen, vinolisa.de. Da findet ihr diesen tollen Wein und dann freuen wir uns auch auf eure Kommentare da. Genau, wir sind uns ganz, ganz sicher, dass der euch genauso munden wird, wie er uns gefallen hat. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir mit euch gemeinsam verkosten. Und wenn ich habe mal einen. Erzähl. Wir packen diesen Valpolicella gemeinsam mit zwei anderen Weinen, einem Barbera aus dem Piemont, einem toskanischen Vino Nobile, zusammen in ein Paket.
das wir der Jahreszeit gemäß Herbstzeitlose nennen. Wow. Das bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu einem super Sonderpreis an. Aber dann reicht denn eine Flasche dann bei so einem Paket? Dann machen wir 6er draus, oder? Also je 2 Flaschen? Passt. Die Flasche ist beschlossen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.